Sie verrät, ob wir frieren oder nicht. Sie verrät, ob wir gesund sind und sie verrät meist leider auch, wie alt wir sind. Die Rede ist von unserer Haut und diese gehört vor allem im Winter richtig gepflegt. Es geht also nicht nur um die Gesichtsbehandlung, auch die restliche Haut am Körper ist im Winter einfach trockener, dadurch, dass man einfach wieder mehr Kleidung trägt als im Sommer und weniger Luft an die Haut kommt. Und was man im Winter nicht vergessen soll, ist der Sonnenschutz, vor allem dann, wenn man viel im Freien ist. Es kommt ja die Saison für Skifahren, Winterspaziergänge oder andere Dinge und da sollte man unbedingt den Sonnenschutz nicht vergessen. Und wenn man schon von Haut- bzw. Gesichtspflege spricht, dann spielen dabei natürlich auch unsere Lippen eine wichtige Rolle. Unsere Lippen haben leider keinen eigenen Sonnenschutz. Das heißt, die Lippen muss man unbedingt extra noch mit Sonnenschutz versorgen. Was wir alle im Herbst auch kennen, ist, dass die Lippen so trocken werden, weil halt einfach die restliche Haut auch trockener ist, sind die Lippen dann noch trockener und auch die Hände. Und da empfiehlt es sich dann einfach fettreiche oder ölreiche Stifte, Pflegestifte oder Pflegecremes zu verwenden, um den Lippen und den Händen wieder die Elastizität und dieses Spannungsgefühl zu nehmen, Elastizität zurückzugeben. Generell sollte man also im Winter eher fettreiche und ölreiche Produkte verwenden. Und wer seiner Haut gleich im doppelten Sinn etwas Gutes tun möchte, für den bietet Alexandra Fuchsbichler ab sofort ein besonderes Service an. Wir haben mit August eröffnet ein Kosmetikstudio und ich arbeite mit zwei Damen in meinem Kosmetikstudio. Erstens einmal mit der Karin Hohl, die eben vor allem diese Vitalpunktmassagen, das sind aromatherapeutische Behandlungen anbietet. Dazu hat sie eine spezielle Ausbildung gemacht und das bietet sich vor allem im Winter ideal an, weil man damit einfach sonnengeschädigte Haut und etwas verkrampfte Haut über den Winter hinweg wunderbar entspannen kann. Und zweitens habe ich noch eine Diplom-Kosmetikerin, die Frau Barbara Dirnberger, die macht die klassischen Gesichtsbehandlungen. Da geht es um unreine Haut und andere Dinge, die man das ganze Jahr hindurch wunderbar erledigen kann. Bei Fragen rund um das Thema Hautpflege bzw. für Terminvereinbarungen im Kosmetikstudio wenden Sie sich am besten vertrauensvoll an Alexandra Fuchsbichler und ihr Team.